Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Osman Okan. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Kulturforums Türkei-Deutschland und auch im Namen des Multikulturellen Forums. Mein Kollege Kenan Küçük, der Vorsitzende vom Multikulturellen Forum, ist zu uns zugeschaltet aus Lünen. Deshalb ist er heute nicht auf unserer Zoom-Konferenz, aber er lässt Sie auch ganz herzlich grüßen. Ich begrüße natürlich auch die Teilnehmer der heutigen Talkrunde. Nalan Sipa ist zu uns zugeschaltet aus Berlin. Wir werden Nalan Sipa gleich näher kennenlernen. Zu uns zugeschaltet aus Hagen ist auch Dr. Tayfun Belgen, der Direktor des Kunstmuseums Hagen Ost und Kurator vieler internationaler Ausstellungen. Und last not least natürlich unser Moderator heute Abend, Mahir Türkmen, der eigentlich in Berlin lebt und heute mehr oder weniger zufällig in Augsburg ist, also aus Bayern, aus Preußen, aus Westfalen. Wir sind auch schon eine gewisse Diversity heute Abend, allein durch diese Zusammensetzung, denke ich. Das ist die letzte Talkrunde unserer Reihe 60 Jahre Migration aus der Türkei, denn bekanntlich hat sich zum 60. Mal das Anwerbeabkommen mit der Türkei verjährt in diesem Jahr und es gab viele Feierlichkeiten dazu. Und in unserer kleinen Vierer-Gesprächsreihe haben wir verschiedene Aspekte dieser Migration zu beleuchten versucht, eher aus kritischer Sicht als aus Jubiläumssicht, was sich alles getan hat in verschiedenen Bezügen bei Flucht und Migration, in den Frauenfragen, in der Entwicklung der Migrationsgeschichte. Und heute Abend haben wir als Thema von Soziokultur zur Diversität. Und da freuen wir uns sehr, dass wir sehr unterschiedliche Gesprächspartnerinnen haben mit unterschiedlichem Background, mit unterschiedlicher Kompetenz. Und wir sind sehr froh, dass wir diese Reihe mit großem Zuspruch der Zuschauer, Zuschauerinnen absolvieren konnten. Und hoffen, dass wir nächstes Jahr auch eine Retrospektive, eine Art Rückblick auf die 60 Jahre noch werfen können. Deshalb werde ich jetzt das Gespräch unseren Gästen und unserem Moderator Mahir Türkmen überlassen. Ich wünsche eine anregende Diskussion. Schönen Abend. Ja, danke schön, Osman. Guten Abend auch von meiner Seite und herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung im Rahmen des Einmal Almania und doch nicht zurück von Soziokultur zu Diversity. Mein Name ist Mahir Türkmen, ich bin heute Abend der Moderator und freue mich auf die GesprächsteilnehmerInnen. Heute Abend ist da Nalan Sipar, sie ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin, hat auch bei etlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunken bereits gearbeitet. Schön, dass du da bist. Hallo. Und Dr. Tayfun Belgin ist uns zugeschaltet. Er hat Kunstgeschichte, Philosophie und Geschichte studiert in Bochum und promovierte auch in Bochum anschließend. Hat danach in vielen verschiedenen Museen und Ausstellungen gearbeitet, bis er 2007 Direktor des Osthauses Museums in Hagen wurde. Sei auch du herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ist ein ziemlich großes Thema und wir werden versuchen, diese ganze Komplexität irgendwie in so einem Potpourri zusammenzufinden. Als ich in der Vorbereitung zu diesem Abend nachrecherchiert hatte und in verschiedenen anderen Formaten geschaut hatte, dann stand überall Jubiläum 60 Jahre Gastarbeitermigration. Und ich dachte mir dann, wo kommen denn noch so Jubiläen vor? Und dann als erstes kamen mir so Hochzeiten in den Sinn. So, es gibt ja diese goldene Hochzeit, diamantene Hochzeit und so weiter. Und dann kam mir irgendwie dann später Mitgliedschaft bei Vereinen, Organisationen, Gewerkschaften in den Sinn. 20 Jahre Schießverein in Neuss oder sonst was. Und Arbeitsverhältnisse bei Angestellten, 20 Jahre bei Siemens. Dann wird ordentlich mit der Belegschaft gefeiert. Und ich dachte mir dann für unseren heutigen Abend, ja, was feiern wir denn eigentlich bei 60 Jahren Gastarbeitermigration? Und
Als Einstiegsfrage, liebe Nalan, hast du eine Vorstellung, was wir heute Abend feiern? Also wenn wir jetzt bei deinen Beispielen bleiben, die du eben gegeben hast, könnte man den Vergleich auch ziehen mit einer Ehe vielleicht, die den 25. Feiert sozusagen. Und vielleicht war das tatsächlich eine deutsch-türkische Ehe, eine Ehe, die sowohl aus Liebe, aber als auch aus Logik geschlossen wurde, ein Ehebund sozusagen. Aber wir feiern, glaube ich, auch unter anderem den Mut von sehr vielen Frauen und Männern, die nach Deutschland gekommen sind, in ein Land, wo sie überhaupt nicht wussten, mit welchen Bedingungen, unter welchen Bedingungen sie leben und arbeiten würden, in ein Land gekommen sind, dessen Sprache sie überhaupt nicht kannten. Vielleicht ist das etwas, was man tatsächlich positiv dann auf einer positiven Art und Weise feiern kann, was aber natürlich nicht ablenken darf von den strukturellen Problemen, die sie damals hatten, deren Kinder seither haben, die wenig zur Sprache gekommen sind. Aber ich halte die erste Antwort ein bisschen kurz und würde trotzdem gerne positiv auch darauf zurückblicken. Ich glaube, es hätte kein besseres Jahr gegeben. Oder anders wie dieses, also 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen und gerade in diesem Jahr wird ein Mensch mit einem türkischen Migrationshintergrund Bundesminister. Insofern kann man das, glaube ich, auch 60 Jahre später feiern. Cem Özdemir ist da natürlich ein sehr prägnantes Beispiel. Und als ich mir die Szenen angeguckt habe, als er im Bundestag seinen Eid gegeben hat oder bei Steinmeier dann im Schloss Bellevue war, habe ich mich gefragt, was ist ihm eigentlich durch den Kopf gegangen? Woran hat er gedacht? An welche Personen hat er an seine Eltern gedacht? Hat er daran gedacht, was für Probleme er eigentlich hatte? Hat er vielleicht daran gedacht, welche rassistischen Erfahrungen er schon hatte, auch innerhalb der Grünen? Was er bis jetzt vielleicht alles so runterschlucken musste? Also all die Probleme, die die Kinder der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter damals hatten. Insofern haben wir zwar sehr viel zu feiern, aber ich glaube, sehr viel auch, sehr viele Themen, über die wir auch nachdenken sollten nach wie vor. Ja, danke für die ausführliche Schilderung. Du meintest schon eben, es geht um Mut, es geht auch irgendwie in irgendeiner Form um sozialen Aufstieg und auch Repräsentation, was da stattgefunden hat. Und ich würde nochmal auf diesen Jubiläumsbegriff, ohne jetzt darauf zu lang zu kauen, zurückkommen. Aber Jubiläen werden ja doch immer auch bei oder vor allem bei Erfolgen gefeiert. Heißt es also, dass die Gastarbeiter in Migration eine Erfolgsgeschichte ist, lieber Taifun. Ist sie das? Ich denke schon. Ich hätte gesagt, wir sollten unbedingt auch Erfolge feiern, denn es ist eben ein Name genannt worden, Cem Özdemir, der nun Minister geworden ist. Es gibt aber andere, vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen, die ich kenne, von weitem auch, die, sagen wir, in der Politik erfolgreich sind, Leute, die im Kulturwesen erfolgreich sind. Das sind ja Dinge, die passiert sind, weil man eben hier eingewandert ist, letztendlich auch. Also ich denke jetzt weniger an meine Biografie, die etwas anders ist als bei vielen anderen Leuten. Also ich bin geboren in der Türkei. Ich war aber auch zwischenzeitlich nach der Volksschule, damals hieß sie noch Volksschule, 5 Jahre noch oder 4,5 Jahre noch in Istanbul in einem sehr schönen und auch schwierigen Internat und bin dann wieder zurückgekommen. Das ist eine andere Biografie als bei vielen Menschen, die hier geboren worden sind oder mit in jungen Jahren hier gekommen sind. Ich denke, wir haben Erfolge und die sollte man auch unbedingt auch nach vorne stellen. Das ist ganz wichtig, denn natürlich gibt es Dinge wie Rassismus. Natürlich gibt es Dinge, dass, sag mal, die Migrantinnen und Migranten hier zunächst einmal Migranten selbst, es waren ja in aller Regel erstmal Männer, bis auf einige wenige Familien, die hier auch nur ab 1961 oder 62 dann auch ein Heim gefunden haben, waren zunächst ja viele Männer. Viele haben ja große Schwierigkeiten gehabt, das darf man nicht vergessen, ja, sprachliche Schwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten, das Wetter, ich denke, unter anderem auch an mich, wir sind am, das muss man sich vorstellen, am zweiten Weihnachtstag 1961 hier hingekommen. In der Türkei sind alle Geschäfte offen, wenn es Bayram gibt, also Feste gibt. Hier war nichts offen. Bitterkalt, 10 Grad minus, etc. etc. Das haben viele andere Menschen natürlich auch so erlebt. Also die Kälte,
die man hier so zum Teil auch gesellschaftlich zunächst einmal auch gespürt hat. Das sind alles Dinge, die man, die viele Leute im Laufe der Zeit überwunden haben. Und das, was ich sehe, vor allen Dingen auf den Straßen auch Hagens, da sind ja nun auch sehr, sehr viele Migrantinnen und Migranten. Es ist ja wirklich eine Migrantenstadt, kann man sagen. Und das ist auch ein großer Erfolg, dass viele in einer gewissen Normalität im Grunde genommen agieren. Nicht nur, dass sie laut am Handy sind, wie viele andere Menschen auch, die man auch in anderen Ländern auch sieht, sondern auch ganz normal einkaufen gehen, ganz normal shoppen gehen, sich unterhalten, in Restaurants auch gehen, etc. etc. Also ich sehe da eher so diese Dinge, die, sagen wir mal, einen erfolgreichen Aspekt widerspiegeln. Zunächst einmal jetzt als Einleitung. Erfolge werden in den Vordergrund gestellt, sagt ihr. Und wo bleiben dann die Räume für Misserfolge, wenn ich das mal so ganz plakativ sagen darf? Weil ich habe das Gefühl, das ist ja auch etwas, was innerhalb der türkeistämmigen Community uns auch immer verfolgt. Du bist etwas, wenn du erfolgreich bist. So. Und wo bleiben dann diese Menschen, die auch da sind und jetzt zum Beispiel in solchen Veranstaltungen wie heute vielleicht nicht zusehen oder vielleicht 60er Jubiläum bei der Heinrich-Böll-Stiftung oder sonst was nicht hingehen und nicht präsent sind. Wo sind diese Menschen? Gibt es da für sie Orte der Erinnerung, sei es die erste Generation oder Orte, der, wo man sein kann, der man ist? Lieber Taifun, fällt dir dazu, zu dieser, also es ist eine offene Frage, fällt dir dazu was ein? Ja, ich bin nicht so sehr in der türkischen Community verhaftet, nicht? Das bringt vielleicht auch mein Job mit sich, nicht? Denn auch das muss man an dieser Stelle sagen, bei der Erwähnung aller Erfolge. Es gibt mittlerweile auch, Gott sei Dank, auch einen türkischstämmigen oder türkisch-polnischstämmigen Direktor in Köln, im Ludwig-Museum. Und ansonsten gibt es hier Leute in dieser Position relativ wenig halt, nicht? Ich kenne auch einige, die im Ausland arbeiten, in Holland, in Frankreich, wie auch immer. Aber letztendlich hast du natürlich recht, das ist schon eine Seltenheit. Aber wie gesagt, in der Politik und anderen Feldern gibt es sehr, sehr viel mehr Menschen. Vielleicht hat das auch mit einer gewissen Passion auch zu tun, sich zu engagieren letztendlich auch. Sich im Grunde genommen im Soziokulturellen auch zu bewegen. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen türkischer Abstammung, die, sagen wir mal, große Beiträge auch leisten. Wo bleiben die anderen? Die anderen bleiben unter sich, so wie im Grunde genommen die Bio-Deutschen auch unter sich bleiben. Es ist ja nicht so, wenn du ein Museum leitest, dann siehst du ja sehr unterschiedliche Menschen. Du siehst Menschen, die viel Freizeit haben auf der einen Seite, Leute, die, sagen wir mal, es sich leisten können, finanziell auch ins Museum zu gehen. Aber das ist eher geprägt durch eine eher Ü60-Community im Grunde genommen, die so etwas wahrnimmt. Und viele andere, auch hier Bio-Deutsche, nehmen diese Angebote auch nicht wahr, ob das Theater ist oder Museen oder so. Wir sprechen ja unter anderem auch über Hochkultur. Das ist ja auch ein Wort, nicht, oder ein Begriff, der heute Abend auch wichtig sind. Wenn man so will, also die türkischstämmigen und anderen auch, oder auch von mir aus auch die russischstämmigen, wie auch immer, die wir auch in Hagen sehr, sehr stark haben, diese Community, bleiben unter sich letztendlich. Ist das etwas Ungewöhnliches, wäre jetzt die Frage im Grunde genommen. Verstehe. Es geht ja auch heute Abend um Migration, wie du schon meintest, und auch um den Begriff, du hast schon eingebracht, um Hochkultur, aber ich würde gerne bei dem Begriff der Kultur erstmal bleiben. Und liebe Nalan, wenn du als jemand, der journalistisch aktiv ist und sehr viel die Gesellschaft, sag ich mal, beobachtet, versucht irgendwie Formate zu gestalten, glaubst du, dass du diese Migrationsprozesse irgendwie auch aufarbeiten kannst, also in deinen Veranstaltungen, in deinen Formaten? Gibt es da etwas, was du speziell irgendwie gestaltest? Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, ob ich selber jetzt persönlich als einzelne Journalistin Migration gestalten kann. Sicherlich in einer gewissen Art und Weise. Aber ich würde gerne vielleicht ganz kurz etwas zu deiner Frage sagen, die du eben an Taifun gestellt hast.
Wo sind denn diese Menschen, die nicht vielleicht nicht so viel Erfolg haben? Jeder hat in gewisser Weise einen Erfolg. Die Frage ist, wer messt das? Wie ist das zu messen überhaupt? Wer definiert das? Aber abgesehen davon ist das eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich in meiner Arbeit der letzten anderthalb Jahre gesehen habe, dass diese Menschen sich ihre eigenen Räume schaffen, und zwar auf Social Media. Ich habe ja mit den Fake News während der Pandemie angefangen, Nachrichten auf Türkisch auf meinem YouTube-Kanal zu machen. Und man kann sich kaum vorstellen, was für Diskussionen unter den Videos in den Kommentarspalten geführt wurden. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, das ist eine Community, die kennt sich. Es gab Leute, die in den Kommentaren einander gefragt haben, Teil von, wo warst du denn letztes Mal bei dem und dem Video? Wieso bist du da und dahin nicht gekommen? Es war ein lebendiger Austausch. Diese Leute kannten sich auf Social Media. Aber die Frage ist auf der anderen Seite auch, warum sehen wir nur die erfolgreichen Menschen und die anderen nicht? Also wer ist ein guter Migrant? Ist das jemand, der nur erfolgreich ist und alle anderen müssen wir ausblenden? Ist eine Frage, die wir in den Raum stellen können. Für mich aus der Medienperspektive ist es aber auch sehr interessant zu sehen, warum sind diese Menschen denn nicht sichtbar? Warum sind diese Menschen, warum kommen sie nicht mit ihren Leiden? Weil wir sagen ja als Journalisten, unsere Aufgabe ist es, auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Warum kommen ihre Sorgen nicht bei den Nachrichten vor, bei den Reportagen nicht vor? Und wenn ja, warum werden sie nach gewissen Stereotypen dargestellt? So, das ist halt Diversität in den Medien. Nur 5% der deutschen Redaktionen haben Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund. Inwiefern spiegelt sich das auf die Berichterstattung weiter? Inwiefern kommen Experten mit Migrationshintergrund zu Wort? Inwiefern werden bei den Straßeninterviews Kreuzberger Jungs gefragt? So, das sind alles Fragen, die vielleicht auch deine Frage so ein bisschen erweitern oder versuchen, darauf eine Antwort zu finden, warum Menschen, die vielleicht nicht so viel Erfolg, wieder in Anführungsstrichen, haben, sichtbar sind. Und ob die Frage, die zweite jetzt an mich gerichtet war, ob ich in gewisser Weise Migration gestalte, ist eine sehr gute Frage. Ich denke auf einer gewissen Art und Weise schon. Und das ist mir tatsächlich auch bei meinen Videos jetzt auch klar geworden, weil man durch diese Reichweite, mittlerweile habe ich mehr als 23.000 Abonnenten. Und von Beginn an war das für mich so, dass es mit einer sehr heftigen Verantwortung einhergeht. Ich musste ja vor allem in so einer lebensbedrohlichen Situation auf jedes Wort wirklich achten, was ich sage. Leute wollten von mir wissen, ob ich mich impfen lassen würde, ob sie sich impfen lassen sollten. Also es waren so Fragen, oder wie sich das Coronavirus verbreitet, wie sie sich schützen können. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt eine Macht, die ich habe über eine gewisse Meinungsbildung von Menschen. Und da muss ich selber sagen, gut, jetzt muss ich sehr aufpassen in dem, wie ich mit ihnen jetzt interagiere. Ich glaube, die Art und Weise, wie ich die Menschen angesprochen habe, die Themenauswahl, die ich hatte, also das waren ja, ich habe ja versucht, sehr viel Informationen zu geben. Das waren nicht nur Corona-Nachrichten, sondern auch, wie kann man sich für ein Rettungspaket, wenn es jetzt seitens der Bundesregierung diese finanziellen Hilfen gibt, wie kann man sich dafür bewerben, was für Anträge muss man stellen? Und da unter solchen Videos haben sehr viele Menschen geschrieben, ach, das ist ja lustig, während der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan IBAN-Nummern von den Staatsbürgern verlangt hatte, damit sie den türkischen Staat unterstützen können, gibt es einen deutschen Staat auf der anderen Seite, der sagt, ich bin hier als Staat und ich werde dich in dieser Phase unterstützen. Ihr seid nicht alleine gelassen. Da haben sehr viele Menschen und hauptsächlich Frauen, das war sehr interessant, geschrieben, was für ein Unterschied, so diesen, den deutschen Staat kannten wir gar nicht so, wie gütig die doch sind. Guck dir mal, auch die Ansprache von Frau Merkel, der ehemaligen Bundeskanzlerin, klingt komisch, wenn ich das noch sage, weil wir sie so lange als Kanzlerin hatten, aber allein ihre Ansprache hat sehr viel auf Interesse gestoßen, weil ich sie teilweise 1:1 übersetzt habe, weil es nicht so viele Medienhäuser gegeben hat. Es gibt natürlich Informationsquellen, aber die sind leider sehr begrenzt. Dann habe ich diese Reden 1:1 übersetzt
Und es gab sehr viele Kommentare zu solchen Videos, wo es dann hieß, guck mal, was für eine Sprache, wie ruhig sie auftritt, was für eine Wortwahl, wie ermutigend ihre Worte sind, wie wissenschaftlich sie redet. Und ich glaube schon, dass Menschen durch meine Videos auf einer gewissen Art und Weise durch diese journalistische Arbeit eigentlich nur, den deutschen Staat tatsächlich vielleicht ein bisschen anders wahrgenommen haben. Und ich somit die Migration vielleicht im größeren Sinne schon beeinflusst, mitgestaltet haben könnte. Ist nur eine Vermutung, aber ja. Auf jeden Fall hast du das. Und ich würde noch auf einen neuen oder anderen Aspekt noch aufkommen, den du ja auch gestaltet hast. Und zwar ich hatte das auch gesehen, Nalans Late Night Show ist ja auch so ein Konzept gewesen. Und ich würde mir wünschen, wenn du darüber auch noch was erzählen könntest, weil ich hatte das Gefühl, das war auch irgendwie ein Format, was so in der Medienlandschaft noch nicht gab oder vielleicht noch nicht ausprobiert wurde. Darüber rede ich sehr gerne, weil das mein Herzensprojekt ist sozusagen. Ich hatte ja nie nach wie vor kein Team, aber ich habe vor 5 Jahren schon angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, warum eigentlich migrantische Frauen, Journalistinnen, nicht die Bundespolitik kommentieren können. Also ich habe Politik studiert, ich habe meine journalistische Ausbildung gemacht bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, bei der Deutschen Welle, trimedial ausgebildet, und mich hat es immer sehr gestört, wenn ich bei den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, gefragt wurde, ob ich die Türkei-Themen machen kann, ob ich die Migranten jetzt interviewen kann, ob ich irgendwie deutsch-türkische Themen behandeln könnte. Und das hat mich gestört. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich will eigentlich auch die Bundespolitik kommentieren können. Und dann habe ich dieses Format, ich habe 2 Jahre lang an diesem Format gearbeitet. Ich habe es einem öffentlich-rechtlichen Sender vorgestellt, der mir gesagt hat, wer soll das gucken? Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht 26% von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die ihre GEZ-Gebühren auch bezahlen und dafür keine Produkte bekommen. Und ich vergleiche das immer wie mit einem Einkauf im Supermarkt. Also das muss man sich doch mal vorstellen, dass man einfach in einen Supermarkt geht, sich die Produkte anguckt, kann aber keins von diesen Produkten kaufen, geht aber trotzdem zur Kasse, bezahlt 52 €, keine Ahnung, 17, was auch immer das ist, diese GEZ-Gebühren, und geht dann trotzdem raus, ohne irgendwas eingekauft zu haben. Genau das passiert mit uns. Und weil diese Ungleichheit mich sehr gestört hat, habe ich gesagt, gut, ich starte jetzt mal ganz Late Night Show, und das war alleine zuerst bei Alex TV, Berlins Lokalsender, die mir freundlicherweise ihr Studio zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, ich habe die Texte alleine schreiben müssen. Ich wünschte, ich hätte ein Team. Ich habe die Themenauswahl alleine gemacht. Ich habe die Produktion selbst übernommen. Das wurde also diese Sendung wurde tatsächlich realisiert dank Spenden und zum Teil auch dank meinem Sparbuch sozusagen. Aber so konnte es dann produziert werden. Dann kam Corona dazwischen und hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe jetzt aber langsam wieder angefangen, neue Folgen zu produzieren, wieder unter ganz amateurhaften Bedingungen. Aber ich halte an dieser Idee fest, weil ich merke, dass Menschen, vor allem in der dritten Generation, genau diese Sichtbarkeit brauchen, genau diesen Blickwechsel brauchen. Und ich fühle mich da total verantwortlich, dass das einfach zu liefern, denn ich bin nicht so, ja, ich bin vom Charakter her nicht jemand, der gerne meckert, sondern ich mache dann lieber selber. Das ist dann nicht so, sieht dann nicht so aus wie bei Böhmermann, ist mir auch egal, aber dafür liefere ich halt meinen Content und etwas, woran ich wirklich glaube. Ja, aber danke, dass du das angesprochen hast. Auf jeden Fall, Taifun, du bist Direktor des Osthausmuseums in Hagen, du hattest das eben schon angesprochen, in einer Stadt, die ungefähr 200.000 Menschen fasst, am Rande irgendwie des Ruhrports mit einer großen und breiten Arbeiterschicht und davon noch viele Menschen, also ein bisschen mehr als 20%, die einen Migrationsbezug haben. Was für ein Dialog führt deine oder eure Kunst in dem Museum mit diesen Menschen? Ja, das ist keine einfache Frage. Wir haben natürlich internationale Projekte,
Ich habe 2010 eine große Ausstellung eine zur türkischen Kunst, 60 Jahre türkische Kunst gemacht, unter anderem auch über den Fotografen Ara Güler oder Ara Güler auf Türkisch. Nicht? Und da kamen sehr, sehr viele Menschen, nicht, die gerade sagen wir, einen türkischstämmigen Hintergrund hatten. Wir haben diese Menschen dann aufgenommen, nicht in unsere Kartei. Und siehe da, in den nächsten Jahren ist kaum jemand leider zurückgekommen. Nicht? Das heißt also, und das ist ein Punkt, über den man natürlich auch reden muss. Warum sind, ich sage einfach mal wir jetzt, nicht? Warum sind wir nicht in der Lage, letztendlich an einer Normalität des gesellschaftlichen, kulturellen Lebens auch teilzunehmen? Müssen es immer die Themen sein, die sozusagen am nächsten liegen? Das heißt also, mein Stamm sozusagen, woher ich komme oder woher viele, sagen wir mal, gekommen sind, deren Kinder, Enkelkinder und so weiter hier in diesem, wie soll ich sagen, in dieser Community leben letztendlich. Die sozialen Medien sind eine Sache. Selbstverständlich passiert da sehr, sehr viel. Da kann ich wenig zu beitragen, im Grunde genommen, weil ich eine gewisse Distanz zu diesen Medien habe. Letztendlich, natürlich sind wir bei Facebook und Instagram und so weiter, um über das Museum natürlich auch zu berichten, das ist vollkommen klar. Aber letztendlich ist das, was mich interessiert, und ich habe das auch mit Asle Sevindi mehrmals auch diskutiert, die ja nun eine bestimmte Rolle, zumindest in Nordrhein-Westfalen, auch gespielt hat, nicht als Moderatorin, vor allen Dingen beim Kulturhauptstadtjahr 2010 auch. Und wir wissen im Grunde genommen keine richtige Antwort, nicht, warum Menschen mit türkischstämmigem Hintergrund sozusagen nicht in eine Normalität eintreten letztendlich. Weil wir sprechen doch alle im Grunde genommen, oder viele, auch der Jugendlichen, sprechen doch ein Deutsch und können viele Dinge auch verstehen, nicht, worum es geht. Dass Kunst immer mit Hochkultur zu tun haben muss, das stimmt ja auch nicht. Es ist zwar eine Institution, also ein Museum ist eine Institution der Hochkultur, aber letztendlich geht es auch um Kultur. Es gibt auch Dinge, da kannst du ins Museum gehen und sofort verstehen, ohne Probleme zu haben. Aber es gibt Hemmschwellen. Und woher kommen diese Hemmschwellen? Und das sind Fragen, die mich natürlich auch beschäftigen. Ich denke, es ist wichtig für alle Migrantinnen und Migranten und deren Nachkommen im Grunde genommen, dass jedes Museum, da geht es dann auch schon um Diversity, oder auch jedes Theater oder diese hochkulturellen Institutionen, Leute haben müssen, die direkt, sagen wir mal, in die Communities hineingehen. Sonst würde es wahrscheinlich nicht gehen. Das müsste man natürlich auf der anderen Seite auch für die Biodeutschen auch tun, letztendlich auch, weil da gibt es auch nicht genug, wenn man sieht, wer heute in diesen Hochkulturinstitutionen sich auch bewegt. Aber für diejenigen, die ich zunächst erwähnt habe, ist es, glaube ich, notwendig, dass man Menschen hat, die so eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Brücke schlagen. Das ist schon sehr, sehr wichtig letztendlich auch. Das können wir aber in Hagen speziell mit unserem, sagen wir, relativ geringen Personal nicht leisten. Aber das Bewusstsein muss in einer städtischen Bürokratie, also im Rathaus dann auch da sein oder in den Rathäusern, dass man im Grunde genommen so eine Brücke schlagen muss zu denjenigen, die man noch mehr sozusagen integrieren will. Das ist eine Ebene, wie gesagt, aber die andere Ebene ist die Frage an uns im Grunde genommen, warum nicht die Normalität sozusagen des deutschen gesellschaftlichen Lebens oder des ursprünglich deutschen gesellschaftlichen Lebens mit einbeziehen in unsere Lebenswelt. Okay, und das heißt, auf der einen Seite ist es ja so eine pädagogisch, museumspädagogische Methode, irgendwie eine Form von Übersetzungsarbeit, die irgendwelche Vermittler, Vermittlerinnen leisten in den verschiedenen Communities. Ich habe noch ein Interview gelesen mit dir, da sagst du, du bist ja in diesem Museum, wo zeitgenössische Kunst ausgestellt. Und da sagst du eben, dass Kunst neben einer intellektuellen Dimension und einer ästhetischen Dimension also auch eine oder vielleicht auch vor allem eine emotionale Dimension hat. Das heißt, dieses Ergriffenwerden durch die Kunst. Heißt das jetzt provokativ gefragt, du hast da die falsche Kunst ausgestellt? Nein, absolut nicht. Also Kunst hat verschiedene Ebenen. Es ist ja nicht nur eine Idee oder ein Einfall, sondern es hat verschiedene Ideen. Schau, im Augenblick haben wir einen berühmten Mann, nicht, dessen Bilder wir ausstellen. Der ist jetzt als Filmstar berühmt geworden oder auch als Regisseur, Sylvester Stallone, der seit über 55 Jahren malt, schon vor seiner Filmkarriere letztendlich auch. Und diese Bilder, die wir jetzt ausstellen, sind sehr, sehr emotional.
absolut emotional. Und diejenigen, die ihn sehen wollten, jetzt nicht zunächst einmal seine Bilder, sondern als er hier eintraf in Hagen, sehen wollten, da waren viele, viele, sehr viele, die meisten, glaube ich, türkische Menschen drunter, die aus verschiedenen Boxclubs und anderen Dingen, sie haben mich angeschrieben, daher weiß ich das auch nicht so, sich diesen Star angeschaut haben. Aber jetzt fehlt im Grunde genommen die Brücke, nicht? Kommen diese Leute dann auch in die Museen, ins Museum, nicht? Also in diese Ausstellung. Bisher weniger, nicht? Das ist die Brücke, die nicht passiert. Und was sehr schade ist, weil du hast dir bei so einem Star im Grunde genommen, der eigentlich auch Maler ist oder als Maler angefangen hat, eine wirklich emotionale Dimension. Diese Bilder sind alle sehr, sehr farbkräftig, wirklich emotional bewegend, und jeder, aber auch jeder kann sie verstehen. Da gibt es zwar ein paar englische Worte oder amerikanische Worte, aber das kann man heute auch übersetzen, wenn man mit dem Handy unterwegs ist. Also so viel ist das letztendlich auch nicht. Aber das fehlt uns halt. Ne? Ja, verstehe. Danke. Also ich würde trotzdem noch mal ganz kurz zurückfragen. War das beabsichtigt jetzt mit so einem Mann wie Sylvester Stallone, der ja schon so irgendwie aus der Populärkultur bekannt ist? Und meinst du, es hat ja diesen Effekt gehabt, es waren viele da. War das mit beabsichtigt gewesen, diese Ausstellung aufgrund zum Beispiel diese Menschen erreichen zu können? Absolut. Es geht mir ja auch darum, sagen wir mal, ein Programm zu haben, das viele Menschen anspricht. Es gibt intellektuelle Dinge, es gibt aber auch emotionale Dinge. Ich habe so einen, wenn man so will, eine Melange, nicht? So ein Mix im Grunde genommen. Das verfolge ich aber seit Anbeginn. Und das ist so, dass man uns nicht sagen sollte, also im gesamten Museumspersonal, dass ihr sozusagen nur auf einer Wolke schwebt, im Grunde genommen. Also das ist nicht der Fall, sondern wir haben das Museum nach 2009, nachdem es wieder eröffnet worden ist, absolut geöffnet. Also alle Fenster sind wirklich für alle Menschen geöffnet, jeden Alters auch nicht und jeder Kultur und so weiter. Sylvester Stallone verfolge ich seit 1976 durch Filme zunächst einmal. Dann habe ich 2013 im Russischen Museum in St. Petersburg, mit diesem Museum bin ich aus verschiedenen Gründen befreundet, also mit deren Leitung auch, gesehen. Und es war der Wunsch, ihn eines Tages auszustellen. Nun kannst du dir vorstellen, dass wenn Bilder alle aus L.A. kommen und riesen Kisten da sind, zum Teil 5 Meter große Dinge, alle mit dem Flugzeug etc., dass das natürlich alles sehr viel Geld kostet. Das heißt also, man muss dann schon im Laufe der Zeit auch Leute suchen, Sponsoren suchen, die einem natürlich auch helfen. Das ist vollkommen klar, sonst wird das nicht möglich. Aber das war der Wunsch, weil diese Malerei ist eine zunächst einmal unbekannte. Der hat bisher nur in 3 Museen ausgestellt. Wir sind das 3. Museum und haben auch die größte Ausstellung mit 53 Gemälden. Diese Malerei ist relativ unbekannt und ich wollte sie natürlich einem großen Publikum dann auch, sagen wir mal, vorstellen. Und wir haben wirklich sehr, sehr viele Menschen. Also man kann schon sagen, die Mehrheit der Leute, die zu uns kommen, kommen nicht aus Hagen, sondern woanders her. Das sagt mir die Kasse jedenfalls, weil wir auch die Postleitzahl abfragen, unter anderem. Dankeschön. Liebe Nalan, du hast davon gehört, es gibt Schwierigkeiten im Museum. Und ich habe das Gefühl, du bist aber, Nalan, mit deinen Formaten, die ja sehr digitalisiert sind, wo du ja auch sehr aktiv bist über Social Media, ja in einem ganz anderen Raum, der ja auch gar nicht analog ist. Und ich würde mich fragen, was sind deine Beobachtungen bezüglich des Medienkonsums innerhalb der türkeiständigen Community? Mal, gibt es da Unterschiede? Gibt es da auch zwischen den Generationen Unterschiede? Was stellst du da fest? Zunächst einmal würde ich gerne hinzufügen wollen, dass ich glaube, jede Branche, jeder Sektor sich die Frage mal stellen sollte, was wurde alles getan, um die deutsch-türkische oder andere migrantische Communities zu erreichen, wobei das auch natürlich nicht nur ein community-spezifisches Thema ist, sondern man könnte sich genauso gut die Frage stellen, warum erreicht man die deutsche Arbeiterschicht nicht? Warum gehen die vielleicht auch nicht ins Museum? Also da sind sozioökonomische Faktoren wahrscheinlich eher prägend als die ethnische Herkunft. Und zum anderen würde ich da wahrscheinlich auch eine Unterscheidung machen zwischen den unterschiedlichen Migrationswellen innerhalb der deutsch-türkischen Community, mit der ich mich jetzt sehr stark in den vergangenen Monaten auseinandersetzen musste. Wir haben einmal die, und ich werde gleich nochmal auf deine Frage natürlich
kommen, aber ich glaube, es ist gut, wenn ich einmal diese vier Zielgruppen mal aufliste, dann wissen wir alle, worüber wir sprechen. Es ist auch interessant, wenn man sich das Thema Medienkonsum dann auch anschaut. Also meine Zuschauer kann ich sehr genau sehen aufgrund der YouTube Analytics, die mir YouTube zur Verfügung stellt. Die erste Gruppe, die von Anfang an dabei war, das waren die ehemaligen sogenannten Gastarbeiter, die nicht so gut Deutsch oder fast kein Deutsch gesprochen haben, die aber in der Risikogruppe waren. Die wollten natürlich verstehen, was ist das Coronavirus, wie können wir uns schützen. Die zweite Gruppe, das waren hauptsächlich Frauen, soziologisch, also mit dem soziologischen Begriff Importbräute, also Frauen und auch Männer natürlich, die durch Familiennachzug nach Deutschland gekommen sind, Kinder im schulpflichtigen Alter haben, aber nicht so gut Deutsch sprechen. Die dritte Gruppe, und das ist für mich sehr wichtig, das zu unterstreichen, das sind Menschen, hauptsächlich Politikerinnen, Journalistinnen, politische Aktivistinnen, politisch aktive Menschen, die seit dem gescheiterten Putschversuch 2016 in der Türkei nach Deutschland gekommen sind, die sogenannte New Wave, so nennen sie sich zumindest. Und die vierte Gruppe, das sind türkische Studenten, die aus der Türkei kommen. Ich hatte mal so eine Umfrage gelesen, fast 70% der Studentinnen und Studenten in der Türkei haben gesagt, sie würden die Türkei sofort verlassen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Und das kann ich von den Nachrichten, die an mich immer wieder gestellt werden über Social Media, sehr bestätigen, weil ich sehr viele Anfragen bekomme, wie kann ich nach Deutschland kommen, wie kann ich mit Ihnen zusammenarbeiten, was für Möglichkeiten gibt es für ein Studium und so weiter und so fort. Und all diese vier unterschiedliche Zielgruppen konsumieren Medien ganz anders. Also die Gastarbeitergruppe, die erste Gruppe zum Beispiel, das ist ein sehr interessantes Phänomen. Sie sind aber auf Social Media genauso aktiv wie die Studenten, die jetzt in der letzten Zielgruppe hier hingekommen sind, weil man ihnen in Deutschland ja gar keine anderen medialen Angebote zur Verfügung gestellt hat, offenbar. Sie gucken, sie wissen sehr genau, und ich war erstaunt, dass sogar nach den Facebook-Profilen zu entnehmen, also wenn ich das so angucke, was für Menschen mir folgen, dass Omas und Opas über 60, 70 einen YouTube-Kanal haben, beziehungsweise einen YouTube-Account, um mir darunter Kommentare schreiben zu können, fand ich sehr interessant. Aber Sie wissen, dass Sie Ihre Nachrichten aus der Türkei eher über YouTube mittlerweile konsumieren können. Für die anderen Zielgruppen gilt das eigentlich genauso. Und Social Media spielt deswegen auch eine sehr große Rolle, weil es nicht nur eine Informationsquelle ist, sondern innerhalb der Community es den Menschen ermöglicht, in Austausch zu bleiben. Es schafft den Menschen einen Raum, miteinander in Kontakt zu treten, miteinander zu sprechen, über ihre Sorgen aufmerksam zu machen. Wenn man sich die Kommentare durchliest, da kommen sehr viele Fragen wie, also neben Fragen kommen auch sehr viele Problemschilderungen. Letztens noch eine Frau aus Zypern, die in Deutschland 26 Jahre gelebt hat und jetzt irgendwie sich hat scheiden lassen. Die Kinder sind hier, der Mann hat es irgendwie geschafft, dass sie nicht mehr zurückkommen kann und sie bittet um Hilfe. Also das ist auch so ein Bereich, so ein Space geworden für sie, wo sie sich untereinander austauschen und sagen, kannst du mir eigentlich helfen? Ich wünschte, es gäbe mediale Angebote, die Menschen genau über diese Fragen aufklärt und ihnen dann zeigt, ihr seid nicht alleine mit euren Problemen und wir kennen die Experten. Das ist genau das, was der WDR mit seinen Serviceangeboten macht. Das sieht man bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Auftrag dazu und ein Viertel von den Geldgebern, von Geldgeberinnen und Geldgebern der Öffentlich-Rechtlichen, liefern diese Angebote nicht. Ich finde, da haben diese Sender eigentlich einen Not, sich zu erklären und ihre Daseinsberechtigung auch zu erklären. Warum machen die das nicht? Wir zahlen doch dafür. Warum gibt es keine Angebote? Das ist für mich ein großes Fragezeichen. Dankeschön. Heißt das jetzt im Umkehrschluss an Teil von das Museum muss digitalisiert werden? Ja, auf der einen Seite digital, aber nur als Brücke, weil ein Museum lebt natürlich, vor allen Dingen ein Kunstmuseum, von den Originalen. Das ist vollkommen klar. Und darüber gibt es nichts. Du kannst die Stallone-Bilder, um dabei zu bleiben, natürlich über den Äther jagen, nicht? Und dann schaust du das an.
aber du hast nicht die Größe, du stehst nicht davor, bist fasziniert von der Art und Weise des Auftrags, der Farbe und des Gesichtes und so weiter. Also diese Unmittelbarkeit, die gibt's nicht, sondern es gibt ein bloßes sozusagen Wahrnehmen von einer relativ abstrakten Ebene eines Bildes. Wenn man ein Bild fotografiert, ist es schon abstrakt. Dann ist es nicht mehr das Original. Und über den Kanal gejagt sozusagen, wird es noch abstrakter im Grunde genommen, je nachdem, wer was fotografiert und wie schief oder wie auch immer und so weiter. Also das Digitalisieren spielt ja in Deutschland mittlerweile, zumindest seit der Pandemie, eine große Rolle. Wir müssen natürlich da auch sehr viel mehr tun, das ist klar. Also nur auf Facebook, Instagram und so weiter zu sein, ist heute, glaube ich, auch nicht mehr ganz aktuell, sondern da müsste man im Grunde genommen andere Dinge machen. Es ist ja so, dass Politiker, also Kanzlerin wurde ja eben erwähnt, die ehemalige Kanzlerin hat ja einmal in der Woche, sagen wir mal, ihren digitalen Auftritt gehabt, nicht? Und ich denke, solche Auftritte, die gewissermaßen auch institutionalisiert werden können, also eine Regelmäßigkeit auch haben, würden uns auch gut stehen. Dazu brauchst du natürlich aber auch Equipment, nicht? Das ist klar. Na, dann hat er erzählt, sie macht alles alleine, nicht? Das können wir natürlich sozusagen kaum leisten, nicht? Das ist vollkommen klar. Also es hat immer auch damit zu tun, dass wir in diesem Land, sagen wir mal, ungefähr 6.600 Museen haben. Das ist eine Riesenmenge. Ja, es gibt andere Länder. Ich habe in Österreich gelebt. Da ist die Zahl sehr, sehr viel geringer. Nicht nur, weil das Land kleiner ist. Generell ist es sehr viel geringer. Und das schafft natürlich eine Menge Kosten auch für Community, auch für die Kommunen, nicht? Und auch für die Länder. Und da muss es einen Weg geben, den ich aber auch im Augenblick nicht kenne, letztendlich auch. Das Bedürfnis ist ja selbstverständlich auch. Vielleicht auch das Bedürfnis, in verschiedenen Sprachen dann auch zu kommunizieren. Das bilingual zu machen, und ich wollte noch auf eine Sache aufmerksam machen, was Nalan vorhin meinte, dass ja nicht weniger auf ethnische Gründe, sondern eher wahrscheinlich auf soziale Herkunft auch zurückzuführen ist. Du hast ja auch Teil von sowohl in Deutschland, wie du jetzt schon geschildert hast, als auch in der Türkei viel Erfahrung gesammelt und viel auch erlebt, auch kennt sich auch dort in der Kunstszene aus. Und meintest schon am Anfang, dass da oft so Berührungsängste bestehen oder einfach diese Tradition möglicherweise noch nicht da ist oder wie auch immer, zumindest die Erfahrung, die du geschildert hast. Was war bei dir oder bei euch so eine Maßnahme, wo du sagen würdest, haben wir Pionierarbeit geleistet, da waren wir innovativ, da haben wir was vorgedacht und das hat auch vielleicht geklappt, vielleicht nicht geklappt, aber da war irgendwie eine Maßnahme da. Fällt dir da was ein? Wer ist wir, bitte? Euer Museum, Jan. Also du, ihr in der Museumspädagogik oder sonst irgendwie auch. Denn ich hatte was gelesen, da hattet ihr was ausgestellt und hattet auch aus der Türkei eine Ausstellung holen lassen. Und da hat es dann auch zum Beispiel in Den Haag dann zu Problemen geführt. Also das war dann irgendwie mit der Kuh und Sultan Selim und all das sowas, falls du dich daran erinnerst. Also da ist mir diese Geschichte eingefallen. Also das war so, was ihr da geleistet habt bisher, das hätte mich jetzt interessiert, genau. Ja, das war die Sammlung von Hüma Kabakci. Das ist eine junge Person, die von ihrem Vater ein paar hundert Bilder geschenkt bekommen hat. Der Vater lebt leider nicht mehr, den ich kannte. Und wir hatten zusammen dann beschlossen, zum Kulturhauptstadtjahr 2010 sowohl in Hagen wie auch in Pécs, das war in Ungarn die Kulturhauptstadt, und in Istanbul auch die Sammlung dann auch zu zeigen. Und als wir sie in Deutschland, also in Hagen, gezeigt haben, haben wir ein sehr schönes Plakat gemacht von einem jungen türkischen Künstler und mit einer Kuh, mit einer rosanen Kuh. Und in diese Kuh war eingearbeitet das Porträt von Sultan Selim I., also den jungen Selim, der ja relativ jung ermordet worden ist, der 1519, meine ich, Ägypten erobert hat und dort die Sklaven gesehen hat. Damals gab es eben auch Sklaven, nicht Sklaven, aber Sklaven, die Ohrringe trugen. Und das hat ihm wohl damals sehr gefallen. Und er hat dann auch angefangen, einen Ohrring zu tragen. Und dieser Ohrring
mit diesem Porträt ist in diese Kuh eingearbeitet. Und es gab von Seiten der türkischen Community Probleme. Wir haben diese Plakate an verschiedene, da ich ja jemanden engagiert hatte, der sich in diesen Communities auch auskennt, diese Plakate verteilen lassen. Und die sind dann zerrissen worden, weil man dachte, unser berühmter Sultan Selim, der darf nicht innerhalb einer Kuh sozusagen sein Porträt auftreten, nicht so. Das war ein Missverständnis, selbstverständlich. Es ist eine kritische Kunst natürlich, das ist vollkommen klar. Man kann über Selim, sagen wir mal, das eine oder andere lesen, nicht? Er ist also schon jemand, der große Dinge erobert hat als Osmane, aber auch das Problem mit den Aleviten hat er natürlich auch gehabt, nicht? Das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Und von daher hat das wohl den einen oder anderen gestört. Und leider wurden diese Plakate dann abgerissen, nicht so. Und das ist natürlich sehr schade, weil eine Diskussionskultur, ob man sie erwarten darf, ist eine andere Sache, wurde natürlich dadurch auch geblockt, nicht? Das ist vollkommen klar. Ich habe das dann mal einer Gruppe von Akademikern, die diese Ausstellung auch besucht haben, die eine ähnliche sagen wir mal, Meinung auch hatten, zu diesem Plakat auch gesprochen. Aber wir sind uns nicht einig geworden, nicht so. Ich habe dann wohl eher die deutsche Position eingenommen und es gab die orientalische Position oder die türkische, wie auch immer, die dann sozusagen nicht zusammenkam, nicht? Also das war das Problem, nicht, mit diesem Plakat. Übrigens ein sehr schönes Plakat, weiterhin noch, nicht? Ja, das habe ich gesehen. Mir hat es auch gefallen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir gewisse Minderheiten aufgrund von sozialer Herkunft, die auch gekoppelt ist mit der eigenen Migrationsbiografie, nicht erreichen, sei es in Kultureinrichtungen, sei es aber auch, dass wir in der Medien, digitalen Medienlandschaft da unterschiedlichen Medienkonsum haben. Ich würde gerne jetzt aus der anderen Perspektive schauen, Nalan, du hattest das nämlich am Anfang schon erwähnt, da du ja auch durch ganz viele Sender schon gelaufen bist, du warst beim WDR, du warst beim RBB, bei der Deutschen Welle und auch bei Deutschlandfunk Radio. Wie war da die Diversität, also von der Angebotsseite innerhalb der Mitarbeitenden? Das hattest du vorhin schon erwähnt, ich würde gerne da noch mal ein bisschen speziell drauf eingehen. Wie hast du das wahrgenommen und was hast du erlebt persönlich? Außer bei der Deutschen Welle, weil da arbeiten ja 30 Sprachredaktionen zusammen, sah das eigentlich bei allen Öffentlich-Rechtlichen sehr ähnlich aus, nämlich dass ich da zusammensaß in einer Redaktionssitzung mit 30, 35 Bio-Deutschen. Das durchschnittliche Alter war so um die 50 und da kann man sich vorstellen, wie es dann wirkt, wenn so eine Frau wie ich irgendwas sagt oder sagt, ja, warum macht ihr denn dieses Thema nicht so, sondern anders? Das ist nicht einfach. Also das geht dann einher mit sehr vielen Problemen, die danach dann unsere Realität darstellen sollen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, warum gibt es im Görlitzer Park so viele Menschen, so viele Drogendealer? Wie wollen wir mit ihnen sprechen? Eine Diskussion zum Beispiel, die wir innerhalb der Redaktion hatten. Ja, dann sollten die deutschen Kollegen doch mit ein paar Bodyguards zu den Nachbarn gehen, die sich bei der Polizei beschwert haben, um deren Sicht sozusagen darzustellen. Und da habe ich bei einem Punkt gesagt, Moment, wir könnten auch mit diesen Drogendealern sprechen und fragen, warum sie das eigentlich machen. Und da muss man vielleicht nicht mit Bodyguards dahin gehen, sondern da braucht man vielleicht nur mit jemandem dahin zu schicken, der so ungefähr so aussieht wie die. Und dann spricht man mal mit ihnen darüber, wie das so ist. Machen die das freiwillig? Macht es ihnen Spaß? Oder haben sie vielleicht sonst keine andere Stellen gefunden? Was sind so tatsächlich die Gründe, weshalb sie da stehen? Also so ungefähr nervenzermürbend liefen sehr viele Redaktionssitzungen für mich ab. Und deswegen denke ich, dass wir mittlerweile, also ich kenne auch viele Menschen, viele junge Menschen aus der dritten Generation, aus meiner Umgebung, die versuchen, ihre eigenen Formate zu entwickeln, ihre eigenen Sendungen zu machen, dann bei den Öffentlich-Rechtlichen einen Platz dafür zu bekommen, einen Sendeplatz dafür zu bekommen, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, was teilweise auch als so ein Feigenblatt dient, meistens Formate, die dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr eingestellt werden,
weil man nicht die nötigen Ressourcen da reingesteckt hat, weil man dann danach argumentieren kann, ist ja nicht so gut geklickt worden, ist ja nicht so gut angeschaut worden, wurde nicht so gut akzeptiert. Das kann ich alles leider nicht mehr hören. Und deswegen könnte ich dir jetzt noch mehrere Beispiele von dieser Art geben. Aber stattdessen würde ich jetzt meinen Appell an all diejenigen richten, die dieses Gespräch jetzt hören. Es ist jetzt Zeit für einen Sender, den wir selber aufbauen. Davon hat Cem Özdemir vor 26 Jahren gesprochen. Es sollte ein deutsch-türkisches Arte geben. So, nach 60 Jahren, das kann man sich kaum vorstellen, dass es immer noch keinen Sender gibt. Seit der Pandemie mache ich sozusagen meine türkische Tagesschau und durfte auch mit Menschen sprechen wie Olaf Scholz zum Beispiel damals im Juni, den ich dann zu mir in die Wohnung eingeladen habe, weil ich kein Budget hatte für ein Interview in einem Studio, der dann tatsächlich freundlicherweise auch gekommen ist, oder ein Cem Özdemir, der dann auch zu mir nach Hause gekommen ist, im Wohnzimmer mir ein Interview gegeben hat über die anstehenden Bundestagswahlen. Die Frage ist, warum ist es mir als eine einzelne Person möglich, solche Inhalte zu produzieren und nicht den Öffentlich-Rechtlichen oder anderen Sendern, die, also die haben Redaktionen, die haben so viel Geld und die haben nichts anzubieten. Ich sehe das nicht mehr ein. Und ich glaube, deswegen ist es Zeit, dass wir einfach einen Sender aufbauen, der vielleicht mittelfristig mit Deutsch-Türkisch anfängt. Das soll dann aber ein YouTube-Channel werden. Es muss nicht ein Fernsehsender werden. Wer guckt noch Fernsehen? Ich weiß es nicht. Also das wird ja irgendwann mal auch aussterben. Aber in der digitalen Welt hat man dann viel mehr Möglichkeiten. Das kann mit Deutsch-Türkisch anfangen. Und dann kann man ja beliebige Untertitel hinzufügen. Dann können arabische Untertitel dazu kommen. Russische, polnische, was auch immer. Das kann man ja alles ganz einfach machen. Nur die Möglichkeiten müssen gegeben sein. Gut, der neue Koalitionsvertrag, mehr Fortschritt wagen. Darin steht, dass Demokratiegesetz geben. Solche Vorhaben oder auch mediale Angebote sollen dann gestärkt werden. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird, ob da etwas daraus wird. Aber ehrlich gesagt ist es nicht mehr mein Anspruch zu sagen, ach, gib mir doch ein bisschen Sendezeit bei euren Öffentlich-Rechtlichen. Nee, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Es kommt eine neue Generation, die sehr selbstbewusst ist, sehr hybrid ist, in beiden Kulturen, in beiden Welten, sehr gut klarkommt. Und viele sagen dann so, ja, die können ja nicht so gut Türkisch, die können ja nicht so gut Deutsch. Also ich komme aus dieser Community, ich habe sehr viel mit diesen Menschen zu tun, ich sehe, was für ein Potenzial da ist. All diejenigen, die das nicht kennen, können erzählen, was sie wollen, aber die werden demnächst sehen, dass sich einige Dinge ändern werden. Insofern fängt es vielleicht ganz klein jetzt mit meinem Wohnzimmer an, aber ich sehe, was für ein Zuspruch da mir gegeben wird. Und wenn junge Leute mir sagen, können wir bei dir ein Praktikum machen, was ich ihnen leider nicht anbieten kann, weil ich ja nicht mal ein Büro habe. So. Aber dieses Potenzial ist da. Und es wäre sehr schade, wenn wir das jetzt verlieren würden. Es wäre sehr schade, wenn diese dritte Generation, die jetzt total sich in Deutschland und in der Türkei, in beiden Ländern, beide Länder als ihre Heimatländer sieht, sehr gut funktioniert, wenn ihnen jetzt diese Chance genommen werden würde, wäre es sehr schade, wenn den Menschen, die jetzt in der dritten Generation, also nicht in der dritten, sondern in meiner Zielgruppe auf der dritten Liste, die jungen Menschen, die Akademiker, Politiker, Journalisten, die jetzt hier in Deutschland angekommen sind, keine medialen Angebote finden würden, sich über das Leben in Deutschland, über die Politik, Wirtschaft in Deutschland zu informieren, wäre es sehr schade. Ich beobachte nämlich, dass sie sich informieren wollen, dass sie aber kaum Informationsmöglichkeiten haben. Wenn wir das ihnen jetzt alles nicht geben, weil die kommen mit einem sehr großen Traum nach Deutschland. Deutschland ist für sie das demokratische Land überhaupt. Deutschland wird ihnen anbieten, was sie in der Türkei nicht hatten. Hier haben sie alle Möglichkeiten. Dann kommen sie in so ein Land und erzählen mir, dass sie genau dieselben Entwicklungen durchmachen wie die Menschen vor 60 Jahren. Das heißt, da hat kaum Entwicklung stattgefunden, was das gesellschaftliche Leben betrifft. Also muss der Staat jetzt aktiv werden, ihnen Angebote geben, ihre Sprache sprechen, von ihrer kulturellen DNA etwas verstehen, damit dieses Potenzial wieder nicht verloren geht, weil das wäre echt, echt schade. Ein feuriges Plädoyer
für Veränderung und Hoffnung. Mir hat dieser Gedanke sehr gut gefallen mit diesem deutsch-türkischen Arte, von all dem, was du erzählt hast, was auch alles stimmt. Ich würde gerne nachfragen wollen, deutsch-türkisches Arte erstens, werde vielleicht nicht kurzfristiger oder mittelfristiger schneller eine Lösung gefunden, wenn man sowas wie eine Diversitätsquote einführen würde in den Öffentlich-Rechtlichen? Oder glaubst du, es muss komplett etwas Neues entstehen, damit diese Veränderung wirklich und auch dieses Bedürfnis, was ja anscheinend, wie du das beschreibst, vorhanden ist in den Minderheiten, gestillt werden kann? Also das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Aber wir wissen alle, wie lange es bei Quoten dauert. Solange man sie nicht gesetzlich vorgibt, dann passiert da leider nichts. Und ich habe da keine Zeit zu verlieren, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt 37, ich bin mit 15 nach Deutschland gekommen. Ich bin es leid, einfach ständig gegen Strukturen zu arbeiten, die das alles nicht ermöglichen. Warum sollte man darauf warten? Wir können es doch selber machen. Also warum dann noch den Leuten etwas vorschreiben, die vielleicht auch nicht das Interesse daran haben, so etwas zu entwickeln? Ich sehe da keinen Sinn darin. Es kann auch einfacher gehen. Noch eine kritische Nachfrage. Ich lasse nicht locker. Gerne. Die ganzen Identitätspolitiken sind ja auch nicht spurlos an der türkeistämmigen Community vorbeigegangen. Heute sehen wir Auseinandersetzungen auch in der türkeistämmigen Community von Kurdinnen und Kurden, die von diesem Begriff weit entfernt sein wollen, die ein natürliches Recht haben, so bezeichnet zu werden, von Alevitinnen und Aleviten, die heute sich nicht mehr als türkischstämmig betitelt sehen wollen, auch hier Emanzipationsprozesse in Deutschland haben und von vielen mehr, also Aramäer, Armenier, Tscherkess, Lars und all das. Ich habe manchmal das Gefühl, die Community, die ist nicht so ganz viele Freude Eierkuchen, wie wir das so manchmal wahrhaben wollen, wahrnehmen wollen, würde dann überhaupt sowas wie ein deutsch-türkisches Arte mit dem Türkisch darin überhaupt funktionieren können? Also ich glaube, ich bin die Letzte, die behauptet, in der türkischen Community wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist es natürlich nicht. Und ich mache das in meinen Videos auch immer wieder klar. Ich bekomme nämlich jedes Mal Kritik, wenn ich den deutschen Staat kritisiere, dann heißt es, ah, was hast du denn hier, dich zu beschweren? Du bist doch in einem Paradies. Wenn ich die Türkei kritisiere, heißt das, du Nestbeschmutzer, so warum willst du denn, warum machst du jetzt deine Heimat schlecht? Also für mich ist ganz klar, in beiden Ländern gibt es Probleme, die spreche ich immer offen an und dieses Recht nehme ich mir, weil ich einfach eine Journalistin bin. Ein deutsch-türkisches Arte, ich wünschte, die Gesellschaft oder die Zielgruppe, die ich anspreche, könnte so kompliziert denken wie die und an all das denken, was du eben aufgezählt hast, aber manchmal brauchen Menschen tatsächlich prägnante, plakative Sprüche, um sich etwas vorstellen zu können. Und du kannst es dir vorstellen, wie wichtig diese Vorstellungskraft, die Vision von Menschen ist, die gewisse Ideen umsetzen sollten. Weil manchmal erzählst du ihnen etwas und sie sagen so, ja, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber wenn du von einem deutsch-türkischen Arte sprichst, vergleichbar mit einem deutsch-französischen, dann wissen alle Bescheid so. Und in so einem Sender würde es natürlich nicht nur um Deutsch-Türken gehen, sondern es würde um alle Gruppen, alle migrantischen Gruppen gehen und auch nicht nur um die deutsch-türkische, deutsch-arabische, was auch immer, sondern auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Das soll ja eine Brücke zwischen den beiden Gesellschaften, zwischen den beiden Communities auch herstellen, weil ich sehe auch sehr viele Fragen, die an mich gerichtet werden, was die deutsche türkische Community betrifft, wo sehr viele Deutsche dann einfach so eine wirklich ganz, es gibt keine blöden Fragen, aber eine Frage, wo ich wirklich geschmunzelt habe, war jemand auf Twitter, ein Bio-Deutscher, von dem ich ganz genau weiß, er unterstützt meine Arbeit, er mag das, was ich mache und er kennt meine Herangehensweise, hat mich gefragt, warum denn warum türkische Putzfrauen so gut darin sind, Fenster zu putzen? Was machen die, dass sie immer eigentlich die Fenster bei ihm blank geputzt haben? Und es ist dann danach so eine Diskussion entstanden, aber er hat dieses Deutsch-Türkische oder dieses Türkische nur damit in Verbindung gebracht. Für ihn war Türkisch
die Putzfrau wahrscheinlich, die bei ihm geputzt hatte. So. Und auch solche Vorbilder müssen wir ja auch medial aufbrechen. Wenn wir jedes Mal von irgendwelchen Clans sprechen, wenn wir von Putzfrauen, von Kopftuch tragenden Menschen auf der Straße sprechen und sie in gewissen Stereotypen darstellen, dann ist ja klar, was die Deutschen auch von uns denken. Aber wir sind nicht wir. Es ist natürlich eine sehr heterogene Gruppe. Und genau das gilt es auch zu zeigen. Ich meine, ich selbst bin eine, das ist immer blöd, sich als etwas zu bezeichnen, ja, aber ich bin geboren in der Türkei. Ich bin eigentlich Kurdin, die in der Türkei geboren wurde, aber mit 15 nach Deutschland gekommen ist und jetzt, wo ich mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht habe, kann ich sagen, ich bin hier in Deutschland irgendwie sozialisiert worden, ja, ich trage so viele Identitäten in mir, so. Deswegen braucht es vielleicht auch gerade diesen Ansatz, dass man sagt, wir meinen zwar, ich sage zwar die deutsch-türkische Community, aber darunter sind sehr viele Gruppen, die ich zumindest ansprechen möchte, die ich ansprechen kann, glaubwürdig ansprechen kann. Und ich merke auch, dass Menschen ein gewisses Vertrauen mir gegenüber gründen, was sehr viel Verantwortung für mich gleichzeitig bedeutet. Aber ich wollte das nochmal unterstreichen. Ich möchte auch die Deutschen erreichen. Ja? Ich möchte auch die Bildleser erreichen können. Es ist sehr lustig, dass ich bis jetzt 3 Praktikanten hatte, von denen 2 Bio-Deutsche waren und einer ein Türkei-Stämmiger. Also es ist jetzt nicht so, dass an so einem Sender nur Deutsch-Türken interessiert werden. Nein, es gibt auch eine sehr junge deutsche Generation, die sagt, das ist doch Unrecht, was hier in Deutschland passiert und das wollen wir ändern. Diversität in den Medien geht mir auch auf den Keks. Rassismus in Deutschland geht mir auch auf die Nerven. Und ich will bei dir mitwirken. Ich will bei dir irgendwas machen. Also manchmal braucht man diese Plakate. Ich bin müde. Ihr wisst, was ich meine. So diese Sprüche. Aber eigentlich ist das Projekt an sich ein viel größeres. Es betrifft Demokratie. Es betrifft Integration. Es betrifft auch sehr viel Empathie, Menschlichkeit, einfach in den Dialog. Also ich glaube, ich könnte stundenlang darüber reden, aber ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Ja, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich finde es sehr spannend, wie du das beschreibst, deine Multiebenen in deiner Identität, wo du dich angesprochen fühlst, wo du dich verortet siehst und auch wie du wie reagierst, was dir vertraut vorkommt und was nicht. Ich finde es ganz witzig, 2006 ist ein Buch erschienen von dir, Tayfun, mit dem Titel Türkei, ein Land auf der Suche nach der Gegenwart, im Edition Steinbauer Verlag. Und im Klappentext steht an erster Stelle, was wissen wir von der Türkei und den Türken? Und man muss dir zu Ehren halten, Klappentexte schreiben ja Verlage immer, aber ich fand das sehr witzig, als ich das lesen musste oder gelesen habe und mir dachte, das würde ich gerne Tayfun fragen. Lieber Tayfun, was wissen wir denn nun über den Türken? Also das Buch ist entstanden in der Zeit, in der ich in Österreich gelebt habe. Ich habe 4 Jahre die Kunsthalle Krems geleitet. Das ist die größte Kunsthalle damals gewesen in Österreich, in der Nähe von Wien, 60 Kilometer entfernt. Und dieser Steinbauer Verlag, der Herbert Steinbauer, hatte mich gebeten. Es gab 2006 den Wahlkampf, den sehr, sehr schwierigen Wahlkampf, nicht, den auch die damalige FPÖ sah mal mit sehr, sehr, wie soll ich sagen, rassistischen Floskeln auch begleitet hat. Zum Beispiel so eine Floskel, daheim statt Islam, also daheim statt Islam und so weiter. Nicht? Das sind schon, wenn du das siehst, auf diesen großen Wahlplakaten und ähnliche Sprüche auch noch, das fing schon im Jahr 2004, Ende 4, 5 an. Und dieser Verlag hat mich gebeten, ein Buch zu schreiben, was locker geschrieben sein sollte, was aber ein wenig die Türkei vorstellt, nicht? Und zwar auch, deshalb war das Buch wichtig, um mit Vorurteilen auch aufzuhören im Grunde genommen oder Vorurteile dann auch zu besiegen gewissermaßen auch, nicht? Und so ist es auch entstanden. Dieses Buch hat 3 Kapitel. Es gibt so ein Einleitungskapitel, dann gibt es natürlich eine historische Geschichte und dann gibt es auch die Konfliktfelder, also Konfliktfelder Griechenland, Armenien,
der Beitritt oder mögliche Beitritt in die EU oder nicht, Zypern und so weiter. Also von daher ist es ein, hat es verschiedene Perspektiven. Und diese Frage, ja, das, so Klappentexte schreiben natürlich auch Verlage. Und das war, also wir haben darüber lange diskutiert und sie fanden das insofern interessant, weil sie sagten, genau das ist im Grunde genommen der Nerv. Kennen wir überhaupt diese Menschen damals, also in Österreich, aber das gilt natürlich auch für deutsche Verhältnisse, selbstverständlich ja auch, die hier bei uns sind, die in einem 8-Millionen-Staat, nicht, also Österreich, leben, von denen viele eben nicht mehr zurückgehen und Kinder haben, Enkel haben mittlerweile und so weiter. Und was machen wir mit diesen Menschen, die wir eigentlich ja nicht kennen? Wir kennen sie, weil es gibt Supermärkte, in denen wir auch einkaufen. Es gibt Musik, die bisweilen dann auch zu hören ist, nicht? Es gibt dann auch Menschen, die halt anders andere Namen haben, sich anders kleiden zum Teil, etc., etc. Die Szene in Österreich ist ein bisschen anders als in Deutschland, nicht? Weil das auch ein kleineres Land ist letztendlich auch. Also hier kannst du eher im Grunde genommen in den bayerischen Wäldern verschwinden sozusagen, nicht? Also zum Teil Bayern oder hier auch im Sauerland, als sagen wir mal dort, wo das Land letztendlich auch kleiner ist. Und man darf auch eins nicht vergessen, Österreich ist in Mitteleuropa. Wir sind in Westeuropa hier, nicht? Und das ist ein großer Unterschied, weil du ganz andere Nachbarn hast. Na, das merkt man hier nicht, wenn man selber hier in Nordrhein-Westfalen lebt oder in Berlin auch. Die Nachbarn sind andere. Du bist richtig auf dem Balkan, nicht? Und diese Mentalität, die auch von Slowenien, von der Slowakei, von Tschechien, von Ungarn und so weiter, das sind ja alles Nachbarländer, Italien zum Teil auch, dass die Kulturen, die eingegangen sind in so ein Land, sagen wir mal, sind von ganz anderer Dimension als hier letztendlich auch. Also das ist sehr viel, obwohl es die FPÖ gibt, aber sehr viel multiethnischer als im Grunde genommen hier die Szene, die wir hier haben, nicht, also in Deutschland haben. So kam es mir jedenfalls auch vor. Also vieles ist im Grunde, schlag ein Telefonbuch von Wien auf, du siehst im Grunde genommen, drei Viertel sind Namen, die nicht Bio-Austria sind, nicht so sozusagen. Das war ganz interessant, aber trotzdem, die Frage des Verlags war auch, kennen wir wirklich die Türken, die bei uns leben oder nicht? Und darum ging es letztendlich. Und der Titel, Türkei, ein Land auf der Suche nach seiner Gegenwart, ja. Hat sich da bis heute was geändert? Fragezeichen? Das bleibt ein Fragezeichen. Und ich würde auf einen Punkt nämlich eingehen wollen, was ich spannend finde. Nämlich, weil wir jetzt auch viel über jetzt aus der Community gesprochen haben und auch aus den verschiedenen Generationen, da würde ich gerne feststellen wollen, wir sind ja auch in diesem digitalen Raum drei Generationen, die zusammengekommen sind, wenn ich das so sagen darf. Also ich hoffe, es macht keinem was aus, wenn ich jetzt sage, wann die geboren sind. Lieber Teifen, du bist stabiles Baujahr 1956 und bist 61 auch migriert. Also das war ja auch genau jetzt 60er Jubiläum. Bist 61 migriert und ich habe dazu was gelesen. Du bist aus Ankara nach NRW, glaube ich, migriert und kommt. Und ihr wart eigentlich eine bürgerliche Familie, also nicht dieses. Ja, absolut. Dieses klassische Narrativ von Gastarbeiter, die irgendwie aus Anatolien oder sonst was kommen. Mich würde interessieren, wie hast du diese Migration erlebt? Und auch in dem Hinblick, dass wir bei diesem Migrationsprozess immer von Deutschland reden, aber es war ja nicht Deutschland, es war Westdeutschland. Also diese Menschen sind ja nach Westdeutschland migriert. Auch vielleicht kannst du auch dazu vielleicht was sagen, auch diese Jahre, in denen du hier deine ersten Jahre in Deutschland, wie du das aufgenommen hast. Ja, kann ich gerne machen. Also wie gesagt, am zweiten Weihnachtstag 1961 sind wir hier hingekommen. Meine Eltern waren ein bisschen irritiert, weil im Grunde genommen nicht nur diese Kälte, sondern auch alles geschlossen war. Und wir waren dann einige Tage im Hotel. Sie haben dann schnell, sagen wir mal, ihre Arbeitsstätten aufgesucht, die in Ankara schon vermittelt worden waren. Man muss eins sagen, wir sind nicht mit der Welle gekommen, der sogenannten Gastarbeiter damals, sondern ein Freund meines Vaters, der im Bauwesen tätig war in Ankara. Und nach dem Putsch 1960 lag das ganze
Bauwesen auch lahm, nicht? Also er hatte auch dann ein Jahr keine Arbeit mehr und hat sich dann entschlossen, auf Anraten eines Freundes nach Wuppertal zu kommen. Wuppertal, also Nordrhein-Westfalen. Und wir kamen dann also an, Familie, ich war 5,5 Jahre alt und meine Mutter war selbstverständlich dabei und sie haben dann ab dem 2.1., glaube ich, ihre Arbeitsstellen, die schon sozusagen bekannt waren in Ankara, dann auch angetreten. Ich war im Kindergarten, es nannte sich Kindergarten, war eine Kindertagesstätte. Das heißt also von morgens dann bis um 16 Uhr abends und dann holte mich meine Mutter ab. Und in dieser Kindertagesstätte habe ich innerhalb von 6 Monaten Deutsch gehört, nicht gelernt, nicht, also nach Buch, wie auch immer, ging ja nicht, konnte kein Lesen und Schreiben nicht und konnte nicht lesen und schreiben. Und das war ganz interessant. Meine Mutter sagte dann zu mir, eines Tages hast du gesungen, Junge, komm bald wieder. Das ist ein alter Schlager, den ihr vielleicht gar nicht kennt als junge Leute, weiß ich nicht. Die Österreicher kennen das, weil Freddy Quinn, der das singt, auch Österreicher eigentlich ist. Der kommt nicht aus Hamburg, sondern aus Österreich. Und das haben die mir, als ich dann im ORF dann ein Interview gegeben hat, natürlich auch vorgespielt, nicht? Weil sie das ja, weil diese Geschichte auch kannten. Und dann war ich halt 5 Jahre etwa in der Volksschule. Und mit relativ wenigem Erfolg. Warum? Weil die Noten waren nicht so gut. Ich habe mein ganzes Türkisch, sagen wir mal, vergessen gehabt. Und meine Eltern haben mich dann 4 Jahre in das Istanbul Erkeklisesi nach in die Türkei geschickt. Ein Internat, ein deutsch-türkisches Internat, sehr angesehen, mit 1000 Schülern, Schülerinnen und Schülern. Und nach 4 Jahren hatte ich keine Lust, weil ich hatte genau Lust auf das, was heute auch unter anderem dein Aussehen prägt, nämlich auf lange Haare und verschiedene Kontakte, selbstverständlich auch in Richtung Weiblichkeit auch. Das war nicht möglich. Insofern habe ich dann nachher gestreikt und bin dann zurück nach Wuppertal und habe aber dann 3 Jahre insgesamt verloren, weil das türkische System ist nicht kompatibel mit dem deutschen. Wir hatten kein Latein, Englisch und so weiter. Das habe ich alles nachholen müssen. Also das war für mich auch ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Die Jahre als Kind waren geprägt auch dadurch, dass wir sehr beengt gewohnt haben. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Aber nicht nur wir. Es gab auch deutsche Familien, die noch bis Mitte der 70er Jahre die Toilette auf der halben Etage hatten im Grunde genommen, nicht? Also nicht in der Wohnung integriert. Der soziale Wohnungsbau fängt ja Ende 60, Anfang 70er Jahre an. Also man war noch sozusagen zum Teil in kriegsbedingten Behausungen untergebracht. Also ich weiß noch, wie die Schwebebahn, die es ja in Wuppertal gibt, da gab es einige Stationen, die waren noch so, also das habe ich auch alles erlebt und das kennen die alle natürlich nicht. Von daher habe ich einen gewissen Vorteil, wenn man so will. Aber ich kenne also ein Land, das eben noch nicht in dieser Prosperität war, die man heute hat. Das heißt, also viele Dinge waren nicht selbstverständlich. Wir hatten auch kein Bad anfangs, sondern wir mussten dann in eine Badeanstalt, nicht einmal die Woche oder dann zweimal die Woche, je nachdem, um dann entsprechend ein Bad zu nehmen, nicht so. Also das sind Verhältnisse, in denen ich auch groß geworden bin, allerdings auch mit vielen anderen Biodeutschen auch. Also das hat uns sozusagen weniger unterschieden im Grunde. War relativ ähnlich, aber nur relativ. Okay, danke dir. Das würde ausreichen. 1972 wird dann auch der Anwerbestopp beschlossen. Im Spiegel heißt dann noch im selben Jahr, ich glaube in der Juli-Ausgabe, die Türken kommen, wette sich, wer kann, auf der Titel Hardcover. Und dann passieren andere Ausschreitungen, es passieren Mölln, Solingen und ich würde gerne auf Nalan kommen. Nalan, du bist 1984 in der Türkei geboren. Und bist dann 2000 migriert nach Deutschland, nach Berlin, in die Weltstadt. Wie war das für dich als Türkeistämmige, die nach Berlin zieht? War das so, die Infrastruktur steht schon oder war das so Kulturclash auch mit den Türkeistämmigen in Berlin? Also das war auf jeden Fall auch ein Kulturclash, weil ich Witze gemacht habe, über die sie nicht gelacht haben.
Und dann haben sie Witze gemacht und über die konnte ich nicht lachen. So, das war eine komische Phase, wo wir unsere Sprache einfach nicht verstanden haben, wo ich sie so ein bisschen ihren Stil, die Art und Weise, wie sie sich verhalten, wie sie sich kleiden, komisch gefunden habe. Vermutlich haben sie es bei mir genauso komisch gefunden. Aber das war schon anders. Aber irgendwann, dann geht man zur Schule, lernt mehrere von ihnen kennen, dann kommt man ins Gespräch, dann weiß man, was für Lebensrealitäten dahinter stecken. Und dann lernt man sich halt besser kennen. Und diese Vorurteile, diese Wahrnehmung, die ja anfangs noch da war, die halt geprägt war von Vorurteilen vermutlich auch, das verschwindet dann mit der Zeit natürlich. Aber klar, es war am Anfang schwer. Aber ich finde das in Berlin vor allem, finde ich den Mix sehr interessant. Ich will mich eigentlich als nichts bezeichnen müssen. Ich finde, das ist so... Also das ist so was von aus dem letzten Jahrhundert noch, dass man sich versuchen muss, als irgendetwas zu beschreiben. Eigentlich sollten wir alle die Freiheit haben, einfach wir zu sein. Ich will gar nicht mich als irgendwas beschreiben, sondern ich bin die Nalan, die ihr seht, mit der ihr spricht, so wie ich auftrete. Die Energie, die ich jetzt vermittle, das bin ich. Alles andere spielt für mich keine Rolle, weil die habe ich mir, also die anderen Optionen, Faktoren habe ich mir nicht selber ausgesucht. Das ist, da bin ich zufällig da reingeboren. So. Ich glaube, dass insofern haben die Deutsch-Türken, insofern hat Berlin meine Wahrnehmung geändert und es ist auch gut, dass es so geworden ist, finde ich. Es liegen zwischen euch beiden einige Jahrzehnte. Ihr seid beide nach Deutschland noch migriert. Ich, der Vollständigkeit halber, werde ich noch ein, zwei Sätze zu mir sagen. Ich bin 94 in Augsburg geboren, in Bayern und hier aufgewachsen. Weil wir natürlich auch Schubladen in unseren Köpfen haben. Ich lebe in Berlin und als dann in der Community auch mit meinen Homies so ein bisschen unterwegs war und dann auf einmal mein Baldisch ausgepackt habe, war bei denen auch natürlich Schicht oder auf jeden Fall hatten sie dann auch sehr viele Probleme, weil natürlich auch hier in Deutschland regional super viele Einflüsse existieren, aber auch alles gelebt wird, wie du das gemeint hast, diese Heterogenität, genauso wie es bei ganz vielen anderen Themen das so ist. Und das hat mich immer sehr, ich fand das immer sehr belustigend, wenn ich dann selber aus meiner Perspektive, der aus Bayern kommt, natürlich irgendwie auch hier geboren ist und noch in Berlin unterwegs war, auch die Frage natürlich, ob Berlin Deutschland ist und nochmal ganz viel dazu kommt. Und wir haben heute jetzt über so etwas versucht zu reden. Man kann aber auch genauso gut die Frage stellen, ob Bayern Deutschland ist. Ich war das nämlich stimmt, vor ja. zwei, drei okay, Monaten gut. da. Und dann dachte ich, das ist doch nicht mein Deutschland. das sind Welten dazwischen tatsächlich. Aber ja. Berlin ist aber, würde ich sagen, sorry, dass ich unterbrochen habe, ist die einzige Stadt, in der ich die Türkei und Deutschland gleichzeitig erleben kann. Und deswegen liebe ich diese Stadt einfach. Mhm. Okay, aber ich würde dazu entgegnen, was mit Köln, was mit Hamburg, was mit Frankfurt, alle Großstädte. Aber gut, das mit Bayern akzeptiere ich. Und wir haben heute versucht, über etwas Fragwürdiges zu reden und auch vielleicht ein bisschen versucht, irgendwie über um die Ecke zu schauen und Sachen aus einer anderen Perspektive heute zu gestalten. Und ich denke mir, wenn wir heute 60-Jähriges irgendwie darüber gesprochen haben oder gefeiert haben, dann bin ich mir sicher, dass wir wahrscheinlich in 40 Jahren über ein 100-Jähriges feiern und reden werden. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, heute in diesem Format, und ihr wisst, dass in 40 Jahren irgendjemand dieses Format anschauen wird aus der Community, was würdet ihr diesem Menschen mitteilen wollen? Taifun, in 40 Jahren an diesen Menschen, was würdest du ihm jetzt mitgeben wollen? Naja, ich weiß nicht, ob ich da noch lebe, nicht? Also deswegen halt es jetzt fest. Nein. Halt mal jetzt fest. Also, der Sylvester Stallone hat mir auf meine LP Rocky einen sehr schönen Spruch draufgeschrieben. Und zwar hat er geschrieben, Dear Typhoon, keep punching, nicht? Also mach weiter, nicht? Box dich weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist so in jeglicher Hinsicht wichtig. Denn die Herausforderungen, die man jeden Tag hat, nicht gesellschaftlicher Art, Familie, wie auch immer, Politik, wie auch immer, das wird ja weitergehen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwann mal sagen können, wir sind so weit integriert im Grunde genommen oder die verschiedenen Communities sind so weit integriert, dass im Grunde genommen nichts mehr anfällt. Nein, aber die Realität geht jeden Tag weiter. Und von daher
muss man jeden Morgen aufstehen und sagen, was ist mein Ziel heute, was ist mein Ziel in einem Jahr, wie auch immer. Und ich bewege mich auf diesem Weg und versuche auch, die Menschen, die in meiner Umgebung sind, im Grunde genommen entsprechend dann auch zu fördern. Ob im Beruf und in der Familie oder sonst wie bei Freunden, wie auch immer. Nicht? Das ist ganz, geht nach vorne, nicht nach hinten. Das ist immer mein Ziel gewesen, nach vorne zu gehen und weniger nach hinten zu schauen, weil wenn du nach hinten schaust, erlebst du deine ganzen Verwundungen, nicht so, die unser einer natürlich auch hat, die meine Familie auch hatte damals. Stell dir vor, in Ankara hatten wir eine wunderbare große Wohnung, nicht so. Mein Vater fuhr einen amerikanischen Ford und du kommst hier hin, du hast das alles nicht mehr. Du wohnst dann in Zweiraumwohnungen, du hast die Treppe auf halber Etage sozusagen. Wenn du da hättest zurückschauen wollen, im Grunde genommen, wärst du nicht nach vorne gegangen, nicht? Und meine Eltern haben sich dann irgendwann mal ihre Wunsch erfüllt. Sie sind dann zurückgegangen 1985 und haben sich ein Haus am Meer gebaut, nicht so? Das ist ein Erfolg, nicht? Und das haben viele andere auch. Und das sind die großen Dinge, die wichtig sind. Also weniger sozusagen nach hinten. Natürlich nicht vergessen, was auch passiert ist. Das ist auch für eine private Erinnerungskultur, aber die darf nicht so stark werden in meinem Sinne, dass man im Grunde genommen sozusagen nur noch diese Dinge thematisiert für sich und dann die Schmerzen und Leiden sozusagen in Form eines dauerhaften Blues im Grunde genommen in sich trägt. Herzlichen Dank. Liebe Nalan, was würde dir einfallen? Was würdest du mitteilen wollen? Oh, das ist ja eine so schwere Frage, die du dir da ausgesucht hast. Keine Ahnung, vielleicht würde ich sagen, ich war hier. Oder kennst du diesen Spruch einfach auf der Wand, ich war hier? Also falls jemand diese Aufzeichnung gerade sieht, 40 Jahre später, hoffe ich, das ist so wie ein Tagebuch jetzt, was darauf wartet, gesehen zu werden, gefunden zu werden. Dann hoffe ich eigentlich, dass die Migrationsgeschichte in den deutschen Geschichtsbüchern ein Kapitel hat und dass dieses Video nicht eure einzige Quelle ist, worüber Menschen über dieses Phänomen sprechen, sondern ihr vielleicht eine Hausarbeit gerade darüber schreibt und es ist nur eine zusätzliche Quelle. Aber eigentlich steht es in einem deutschen Buch, dass vor 60 Jahren so und so viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, unter solchen und solchen Bedingungen gearbeitet haben und dass deren Kinder jetzt dafür gesorgt haben, dass es diese Sendungen damals gegeben hat und dass es jetzt eine Normalität ist, was auch immer die Normalität bedeutet. Danke für die kreative Antwort. Ich bedanke mich bei euch beiden jetzt. Es war eine ehrliche und auch fruchtbare Diskussion, Auseinandersetzung um das Thema. Lieben Dank, Nalan, lieben Dank, Taifun. Ich bedanke mich bei den Zuschauern und Zuschauern, die hoffentlich uns zugehört haben und wünsche Ihnen auch vor allem jetzt bei den kommenden Feiertagen eine erholsame und besinnliche Zeit, einen guten Rutsch und ein gesundes und besseres Jahr als dieses. Herzlichen Dank. Gerne.